Während sich in Genf die Tennis-Weltelite beim dritten Laver Cup trifft, findet in Lichterfelde im Berliner Süden bereits zum zweiten Mal der Junior Laver Cup statt. Die Idee der beiden Nachwuchstalente Michael Agui und Alessio Vasquez ist die gleiche wie bei den Profis. Ein Team Europe tritt gegen ein Team World an. Einmal beim Training mit Alessio dachte ich mir so, wieso gibt es nicht Laver Cup Junior? Ja, und dann haben wir angefangen, irgendwie so eine Liste zu machen mit den Spielern, die World wären oder Team Europe. Nichts liegt näher in der Multikulti-Metropole Berlin. Praktischerweise finden sich unter den Berliner Jugendspielern ambitionierte Kandidaten mit Wurzeln in aller Herren Länder. Die Teams werden danach eingeteilt, was die zweite Nationalität ist. Also ich bin zum Beispiel aus Deutschland, meine Mutter ist aus Deutschland und mein Vater aus Chile. Deswegen spiele ich dann für mein zweites Land Chile und für Team World. Und so wurden halt alle Spieler eingeteilt und ja, dann so wird halt gespielt. Wir hoffen aber auch, dass in den nächsten Jahren oder so dann deutschlandweit ist. Also dass nicht nur Leute aus Berlin spielen, sondern deutschlandweit gespielt wird. Konkurrenz aus dem Rest der Republik muss er nicht fürchten. Oliver Olsen ist in seiner Altersklasse die Nummer 1 in Deutschland. Der Sohn eines Schweden kann für sein Team Europe im Einzel gegen Michael Agui bereits die Vorentscheidung bringen. Zu 1 die Führung für Europa. Gewinnt die Weltauswahl jetzt nicht ihr Doppel, ist der Junior Laver Cup 2019 entschieden. Und Tudor Breiku und Markus Malacak lassen nichts anbrennen, gewinnen gegen Paolo Vasquez und Enrique Bredalo knapp mit 6:5. Genau wie in Genf triumphiert auch in Lichterfelde Europa über den Rest der Welt. Bis zum nächsten Junior Laver Cup.